sage ein ganz, ganz herzliches Grüß Gott. Herzlich willkommen, liebe Gästeführerkolleginnen und Gästeführerkollegen, sehr geehrte Referenten, liebe Diskussionsteilnehmer, liebe Kollegen vom Vorstand des BVGD und vor allem auch liebes Team vom technischen Support. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Michaela Ederer und bin im Vorstand des BVGD und seit einem Jahr. Und als Moderatorin darf ich Sie heute ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem webbasierten Seminar des BVGD mit dem Thema Gästeführungen 2021 – Voraussetzungen für einen Neustart. Das Interesse ist groß. Es sind ja über 530 Kollegen und Kolleginnen angemeldet gewesen, die sich vielleicht dann auch jetzt noch langsam zuschalten. Also daran sieht man schon, dass es wirklich ein sehr, sehr brisantes und interessantes Thema ist. Und wir haben dafür, das kann ich Ihnen auch schon versprechen, wirklich hochkarätige Referenten und Diskussionsteilnehmer gewinnen können. Und ja, die werden Ihnen die neuesten Ergebnisse aus Ihren Forschungen und Erfahrungen mitteilen können. Bevor wir in Medias Res gehen, lassen Sie mich noch ein paar technische Hinweise zum Gelingen des Webinars geben. Sie werden die Diskussionsteilnehmer, so wie es jetzt auch dann gleich sein wird, immer per Video sehen können. Sie selber als Teilnehmer des Webinars sind nur per Audio zugeschaltet. Bei so vielen Teilnehmern ist das per Video ja auf so einem kleinen Bildschirm dann nicht mehr möglich. Da hätte man dann andere große Geschütze auffahren müssen. Aber sie sind per Video zugeschaltet. Und es ist uns auch ein großes Anliegen, dass dieses Webinar nicht nur Vortrag und Zuhören ist, sondern dass Sie tatsächlich interaktiv auch mitwirken können. Das können Sie auf verschiedene Weise tun. Zum einen haben Sie das jetzt schon getan mit der Chat-Funktion, die Sie jetzt alle zum Begrüßen genutzt haben. Das freut mich wirklich sehr. Man merkt schon, Sie haben sich da wirklich schon etabliert in dieser Webinarwelt. Ich bin sicher, viele von Ihnen haben schon an vielen Seminaren teilgenommen, virtuell. Und diese Chat-Funktion nutzen Sie bitte auch weiterhin, wenn Sie mit einem Bekannten, den Sie jetzt gerade bei der Begrüßung gesehen haben, dass er dabei ist, mal kurz was mitteilen wollen. Wenn Sie sozusagen mit Ihrem Banknachbarn sprechen wollen, dann nutzen Sie bitte die Chat-Funktion. Wenn Sie Fragen haben an die Referenten oder an uns, dann tun Sie das bitte über den F&A-Bereich. Also der ist auch unten an der Leiste eingeblendet. Und bitte stellen Sie Ihre Fragen immer mit einem Hashtag und dann den Namen, an den Sie die Frage richten und im Anschluss dann die Frage. Das wäre sehr schön, dann können wir das Ganze besser kanalisieren. Bei über 500 Teilnehmern dann vielleicht ist es sonst keine leichte Aufgabe. Meine Co-Moderatorin, die verschiedene Funktionen heute hat, die Maren Richter, Vorsitzende des BVGD, die Sie vielleicht auch sehen rechts oben. Danke Maren schon mal. Die wird diese Fragen im ersten Block kanalisieren, ein bisschen einordnen, sodass wir sie dann zum Teil live an die Referenten richten können und zum Teil dann auch im Nachhinein beantworten können. Freundlicherweise haben sich die Referenten auch bereit erklärt, dass sie nach ihren Beiträgen immer für etwa 10 bis 15 Minuten noch im Chat bleiben, sodass dann auch, falls ihnen noch eine Frage einfällt, einfach gerne auch noch stellen können. Ja, die Beteiligung über Chat, über F&A und dann haben wir auch noch ein paar Umfragen für Sie vorbereitet, die Sie dann hoffentlich gerne mit uns machen, ankreuzen, bestimmte Fragen, die sicherlich sehr aufschlussreich sind, Einschätzungen abgeben. Also das Ganze wird sehr aktiv auch für Sie gestaltet sein. Und dann haben wir so gegen 16.35 Uhr eine kleine Pause vorbereitet für Sie, wo Sie sich ein bisschen erholen können, einen Kaffee oder einen Tee trinken, ein Glas Wasser, Dinge tun können, die Sie dann tun müssen. Und dann geht es wieder weiter, so gegen 16.50 Uhr. Aber da kommen wir dann nochmal dazu, nur dass Sie wissen, dass es eine Pause geben wird.
Und am Ende des Webinars möchten wir Sie dann noch einladen in sogenannte Breakout-Räume. Da machen wir dann Meetings, wo Sie Gästeführerkolleginnen und Gästeführerkollegen einfach in ganz lockerer Atmosphäre zum Austausch, zum gegenseitigen Gespräch treffen können. Da wird es mehrere Räume geben, damit da auch die Diskussion und das Gespräch möglich sein wird. Aber das wird dann am Ende des Seminars und des Webinars nochmal angezeigt. Ja, ich glaube, soweit habe ich alle technischen Hinweise jetzt gegeben. Ich darf jetzt als erstes das Wort an Maren Richter richten, die uns ein Grußwort sprechen wird als Vorsitzende des BVGD. Bitte, liebe Maren. Ja, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung im Namen des Bundesverbandes und freue mich sehr, dass sich so viele angemeldet haben. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht und dass Sie gut durch diese schwierige Zeit kommen. Und der dritte Teil dieser Veranstaltung ist ja auch eingeplant, damit Sie sich in kleineren Gruppen austauschen können, wenn Sie das so wollen. Dass dieses Webinar heute stattfindet, hat übrigens den Grund, dass die Wahlphase der schriftlichen Mitgliederversammlung abgeschlossen ist. Wenn die Ergebnisse feststehen, dann werden wir Sie in einem Rundbrief dazu informieren. Aber wir bitten Sie um Verständnis, dass wir bei dieser Veranstaltung heute nicht auf Fragen zu dieser Mitgliederversammlung eingehen. Das ist komplett unabhängig. Sie können sich vorstellen, dass wir Sie gerne real auf einer Gästeführertagung begrüßt hätten oder überhaupt in einer einfacheren Situation. Vielleicht ertappen auch Sie sich, wie ich manchmal, bei dem Gedanken, das ist jetzt alles nur ein böser langer Traum. Und wenn Sie aufwachen, dann ist alles wieder so wie vorher. Dass Sie sich keine Gedanken machen müssen um Hygienekonzepte und Desinfektion, um Impfen und um Testen. Ja. Bis vor 14 Monaten war die Situation eigentlich recht einfach, von heute aus betrachtet. Die Stimmung war glänzend, vor allem was die Zahlen anging. Und mit Energie und Leidenschaft konnten sich viele in den Bereichen Kultur und Tourismus eine Existenz aufbauen. Es gab einfach viele Nischen. Aber auch damals war nicht alles Gold. Denn diese steigenden Zahlen brachten auch schwierige Fragen mit sich. Zum Beispiel Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Reisen und Klimawandel oder auch die Frage, was jetzt eigentlich die Zahlenhöchstgrenze ist, an der Reisegruppen die Lebensqualität von einheimischen Bewohnern beeinträchtigen. Das Thema Besucherlenkung gab es damals schon. Es hing mit gefühltem oder auch wirklichem Overtourism zusammen und nicht wie jetzt mit Abstand halten und Hygieneregeln. Vor mehr als einem Jahr wurde die ITB abgesagt und seitdem sind diejenigen, die im Kultur- und Tourismusbereich tätig sind, auf einer Achterbahn unterwegs, allerdings auf einer speziellen, nämlich eine, die hauptsächlich abwärts fährt. Niemand hätte vor einem Jahr gedacht, dass Ende April 2021 nicht klar ist, wann und wie das öffentliche Leben wieder startet. Klar ist aber, dass die Reisebeschränkungen wieder aufgehoben werden, auch wenn man nicht genau weiß, wann. Und es gibt Lichtblicke. Das Impfen geht mittlerweile zügig voran. Das Testen ist fast schon Routine geworden. Und vielleicht haben Sie es auch gelesen, die Deutsche Presseagentur hat vorgestern gemeldet, die Deutsche Bahn bereitet sich auf eine erhöhte Nachfrage im Sommer vor. Die Bahn plant im Sommer mehr als 10.000 zusätzliche Sitzplätze täglich allein im Fernverkehr. Muss man sich mal vorstellen, 10.000 zusätzliche Fahrgäste täglich, das ist wirklich eine Menge. Aber was wollen die Menschen? Was hat sich geändert in der langen Dauer der Krise? Sicher ist, dass die Menschen immer ausgeprägter das Bedürfnis haben, online zu sein, eigentlich überall. Selbst die, die vor einem Jahr noch große Distanz hatten zu digitalen Angeboten, nutzen sie jetzt. Digitales Einchecken, kontaktloses Bezahlen, Buchung von Tickets, Ausflügen digital, das ist für viele selbstverständlich geworden. Und das heißt, wer Angebote macht, muss digital gut sichtbar sein und gut aufgestellt sein. Der Bundesverband hat daher im letzten Jahr ein Gästeführerportal entwickelt, aufgebaut und das werden wir Ihnen auch nochmal vorstellen, und zwar im zweiten Teil der Veranstaltung. Die Menschen sind aber nicht nur digitaler geworden, sie sind auch vorsichtiger geworden. Also gilt es, Sicherheit zu vermitteln, Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel flexible Umbuchungen und Stornobedingungen in den AGB. Und was die Gesundheit angeht, praktikable Hygienekonzepte stellen wir Ihnen auch vor im zweiten Teil. In der ersten Stunde unserer Veranstaltung aber gucken wir erstmal ganz bewusst über den Tellerrand von Gästeführung hinaus und befragen zwei Experten nach der Zukunft im Tourismus allgemein. Ziemlich sicher wird es einen starken innerdeutschen Tourismus geben. Außenaktivitäten werden gefragt sein, Tagesreise, Ausflüge in die Umgebung.
Die Menschen wollen wieder gemeinsam draußen etwas unternehmen. Das sind Lichtblicke für Gästeführerinnen und Gästeführer. Aber heißt das, wenn das Reisen wieder möglich ist, einfach alles zurück auf Start, Hauptsache die Zahlen stimmen? Oder ist es auch eine Möglichkeit, etwas besser zu machen? Zum Beispiel das eigene Geschäftsmodell stabiler zu organisieren. Oder auch, ganz wichtig, mögliche Einschränkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Und wer ist dafür besser geeignet als Sie? Weil Sie heißen die Gäste willkommen. Sie sind Experten Ihrer Region. Sie sind Botschafter Ihrer Region. Sie sprechen Gäste von weit her an und genauso auch die Einheimischen. Sie sind die Experten für Regionales. Die Zukunft der Gästeführerinnen und Gästeführer sieht gut aus. Sie werden gebraucht. Lassen Sie uns also einfach über Corona hinaus denken und nutzen wir die Zeit für eine gute Vorbereitung. In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn dieses Webinar ein Baustein dafür sein kann. Und damit kommen wir zur ersten Umfrage. Genau, liebe Mann, einen herzlichen Dank für deine einleitenden Worte, in denen du ja sehr differenziert die derzeitige und auch vergangene Situation angerissen hast. Über Corona hinaus denken, wie du so gesagt hast, lass uns da mal eine Umfrage machen, und zwar, die wird jetzt gleich eingeblendet werden. Sie sehen es wahrscheinlich schon. Wann erwarten Sie eine Erholung bei der Nachfrage nach deutschen Gästeführungen in Ihrer Region? Da haben Sie eine Auswahl von 2021 Sommer über 22 bis Frühjahr 23. Und wann erwarten Sie eine Erholung bei der Nachfrage nach fremdsprachigen Gästeführungen in Ihrer Region? Ebenfalls mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Locken Sie einfach ein, wie Sie von Ihrem Gefühl her aus denken, dass es gehen könnte. Mit Sicherheit, wir haben es ja erlebt, letztes Jahr war so ein kleines Zwischenhoch, würde wahrscheinlich einer von der Meteorologie sagen, dass man ein bisschen Gäste begrüßen konnte, innerdeutsche Gästeführungen waren möglich, aber eben der Auslandsmarkt blieb weiterhin verschlossen. Und ja, wie wird es weitergehen? Wir lassen die Leute einloggen. Wenn sie sich eingeloggt haben oder eingegeben haben, dann wird das Bild wegspringen. Und sobald sich ein Großteil damit beschäftigt hat, die möchten, wird uns auch das Ergebnis dann angezeigt. Und das ist sicherlich, bin ich schon ganz gespannt drauf, wie sich das, wie die Einschätzungen sein werden jetzt von unseren Gästeführer-Kolleginnen und Kollegen. Weiß Michaela, nicht, ob wir schon, ja? Eine Frage zwischendurch in dem Bereich F und A ist eine Frage. Mhm. Und zwar, bleibt die Aufnahme länger auf YouTube oder nur live heute? Nein, die Aufnahme wird aufgezeichnet. Da haben sich freundlicherweise alle Referenten auch dazu bereit erklärt. Und wir werden die dieses Webinar auf YouTube dann einstellen. Jetzt im Live und dann im Anschluss an dieses Webinar auch permanent. Also da werden Sie dann die einzelnen Referate und Beiträge auch sehen können. Vielen Dank für diese Frage. Ja, und ich habe schon das erste Ergebnis der ersten Umfrage. Wann erwarten Sie eine Erholung der deutschen Gästeführungen? Da liegt der Herbst 2021 mit 48% an der Pole Position sozusagen, gefolgt von Sommer und Frühjahr. Herbst 22, und Frühjahr 23 kam gar nicht so gut, gar nicht ins Spiel, kann man sagen. Und wenn man da ein bisschen runtergeht, dann sieht man auch bei den ausländischen oder fremdsprachigen Gästeführungen, da ist es ein bisschen verschoben. Da wird es eher Frühjahr 22, Sommer 22 werden. Also das sind so jetzt mal die ersten Einschätzungen. Und ich